Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 16. Wenn du mit Eifer Gott suchst, an den Allmächtigen dich flehentlich wendest, wenn du rein bist und recht, dann wird er über dich wachen, dein Heim herstellen, wie es dir zusteht. Hiob, Kapitel 8, Verse 5 und 6. Es war schon fast Mittagszeit, als Wittgenstein auf der Küstenstraße nach Westen ritt. Er hatte die ganze vergangene Woche in Alarmbereitschaft in irgendwelchen Verstecken abseits der Zivilisation übernachtet und morgens einfach verschlafen. Aber auch am Morgen waren keine Beutereiter in Valenkas zu sehen gewesen, und Wittgenstein begann sich zu fragen, ob er sich nicht viel zu viele Sorgen wegen seiner Verfolgung gemacht hatte. Jetzt jedenfalls war er froh, sich endlich einmal wieder richtig ausgeschlafen zu haben. Der ruhige Schlaf der vergangenen Nacht war auch seiner Verletzung zugute gekommen. Der andauernde, stechende Schmerz der letzten Tage war einem dumpfen Druck gewichen, und auch die Schwellung in seinem Gesicht schien etwas zurückgegangen zu sein. Während sein Pferd durch den Regen trabte, den der Wind in dichten Vorhängen vom Meer herüberwehte, ließ er sich die Sache mit dem Engel immer wieder durch den Kopf gehen. Eigentlich hatte er ja alles, was er wollte. Er hatte das Geld, das ihm zustand, in der Tasche und war frei zu gehen, wohin er wollte. Sicher, er hatte Irene zugesagt, den Engel zu befreien, aber zuerst einmal musste er sich um sich selbst kümmern, oder? Schließlich war Dominiks Befreiung kein Spaziergang gewesen. Doch der Gedanke, den verhassten Beutereitern und der Kirche eins ausgewischt zu haben, zauberte ein zufriedenes Grinsen auf sein geschundenes Gesicht. Er wusste, er würde es wieder tun, wenn sich die Gelegenheit dazu bot und er angemessen bezahlt wurde. Obwohl er Nausell noch am selben Abend hätte erreichen können, bog er nicht von der Küstenstraße ab, um sich in den Marktflecken eine Unterkunft zu suchen. Obschon er bisher nichts von eventuellen Verfolgern bemerkt hatte, war er hier noch zu sehr in der Nähe des Klosters von Rodez und wollte größere Siedlungen vorerst meiden. Sein nächstes Ziel war der kleine Hafen Carors. Dort hatte er Freunde und hoffte, vielleicht ein Schiff zu finden, das ihn schnell aus dieser Gegend wegbringen konnte. Die letzten Tage in der Zelle waren Hiob lang geworden. Seine Gedanken drehten sich auf der Suche nach einem Ausweg im Kreis, und er hoffte inständig auf einen weiteren Traum. Doch wenn er träumte, war es immer derselbe Traum, in dem er in der kleinen, kalten Metallzelle gefangen war. Langsam fragte sich Hiob, ob der Traum überhaupt etwas bedeutete, oder ob er nur sein eigenes momentanes Schicksal widerspiegelte und verspottete. Seine Lage im Zellentrakt des Klosters erschien ihm genauso aussichtslos wie die Gefangenschaft in seinem Traum. Am Tag nach dem Urteil des Tribunals hatte er immer wieder nach einem weiteren Gespräch mit Abildad verlangt. Er hatte alles versucht, um seine Wächter davon zu überzeugen, diesem oder Eliphas eine Botschaft zu überbringen. Aber sie hatten sich nicht erweichen lassen. Für seine Wächter schien er nur ein weiterer lästiger Gefangener zu sein, der sich mit seinem Schicksal nicht abfinden konnte. Aber dann stand Eliphas plötzlich doch vor seiner Zellentür. Zwei seiner Männer begleiteten ihn. »Wir brechen nach Trondheim auf, Hiob«, sagte Eliphas ohne Begrüßung. »Ich habe ein Pferd für dich satteln lassen. Kannst du überhaupt reiten?« Hiob schüttelte den Kopf. »Dann wirst du es lernen müssen«, stellte Eliphas fest. Die beiden Beutereiter grinsten. »Kann ich noch einmal mit Abildad sprechen, bevor wir abreisen?«, fragte Hiob. Eliphas schüttelte mit düsterer Miene das Haupt. »Du wirst es nicht wissen, aber am Tag deines Tribunals hat ein fremder Söldner deinen treuen Dominik entführt.«
Der Abt ist sehr aufgebracht deswegen und will von nichts als der Suche nach dem flüchtigen Entführer etwas hören. Auch mich hat er heute Morgen nicht empfangen wollen. Hiob sah Eliphas überrascht an. Jemand hat Dominik aus dem Kloster befreit? Ja, aber mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Meine Leute werden dich jetzt zum Stall bringen und dich deinem neuen Reittier vertraut machen. Ich möchte nicht, dass durch deinen Mangel an Erfahrung im Sattel wir aufgehalten werden. Unsere Reise wird durch gefährliches Gebiet führen und dauert ohnehin schon länger, als mir lieb ist. Das Pferd, das Eliphas für Hiob bestimmt hatte, war ein alter Fuchs, der gelassen auf seinem Heu kaute, während Hiob unter den belustigten Blicken der beiden Beutereiter das Aufsteigen übte. Eine gute Stunde später verließ die Rotte bei strömendem Regen das Kloster Saint-Germain in Richtung Norden. Hiobs Wallach, der den Namen Rocco trug, war am Sattelknauf eines Beutereiters angebunden und trabte munter zwischen den anderen Tieren daher. Hiob selbst trug wieder Handschellen und war von einem der Söldner auf Roccos Rücken festgebunden worden. Der feste Strick scheuerte unangenehm an seinen Oberschenkeln. Nach ihrer Abreise hatte er nach einer Lanze Ausschau gehalten und sie auch wieder auf dem Rücken des Packpferds entdeckt. Er hoffte, Eliphas würde endlich in seine Nähe kommen, damit er ihn noch einmal über Dominiks Befreiung befragen konnte. Aber der Kompteur schien sich absichtlich von ihm fernzuhalten. Erst als sie am Abend in einem verlassenen Bauernhof Rast machten, kam der Anführer der Beutereiter zu ihm herüber und setzte sich neben ihn auf einen verstaubten Schemel. »Kennst du diesen Mann?«, fragte Eliphas unvermittelt und hielt Hiob einen Bogen Papier hin, auf dem das seltsame Bild eines Mannes zu erkennen war, der Dominik am Kragen gepackt hatte. Hiob sah sich den Mann lange an und schüttelte dann langsam den Kopf. »Ist das Dominiks Entführer?«, fragte er den Kompteur, als er ihm den Zettel zurückgab. Dieser nickte. »Abt Bildad hat diesen Steckbrief angefertigt und will, dass wir ihn an alle Klöster und Amtsstuben der Kirche auf unserem Weg verteilen.« Er schien von dieser Aufgabe nicht gerade begeistert zu sein und starrte mürrisch zu Boden. »Was bereitet dir Sorge, Kompteur?«, fragte Hiob ihn ruhig. »Gefällt dir nicht, zu welchen Missionen die Kirche dich neuerdings auserkoren hat?« »Darum geht es nicht. Befehl ist Befehl. Und im Grunde ist es mir einerlei, ob wir den Kirchenzehnten eintreiben oder Steckbriefe verteilen. Ich frage mich nur langsam, ob ich damals in Valenkas nicht hätte auf dich hören sollen. Das hätte mir und der Kirche eine ganze Menge Arbeit erspart.« Hiob schüttelte mit einem leisen Lächeln den Kopf. »Ich denke, das hättest du nicht gekonnt, Kompteur. Wir sind beide nur den Weg gegangen, den der Herr für uns auserkoren hat.« Der Kompteur lachte trocken auf. »Woher weißt du das, Hiob?« »Ich weiß es nicht, aber ich habe mich entschieden, es zu glauben.« »Wir alle müssen immer wieder entscheiden, woran wir glauben wollen. Auch du, Eliphas.« Der Kompteur erhob sich, ohne Hiob anzusehen. Es wäre keine gute Idee gewesen, nach dem Vorfall mit den Entführungen noch einmal mit dem Abt zu sprechen. Womöglich hättest du etwas gesagt, das ihn doch noch auf eine Verbindung zu dem Jungen aus Valenkas gestoßen hätte. Es wäre für alle Beteiligten sicher ausgesprochen unangenehm geworden. Mit diesen Worten ließ Eliphas ihn alleine und kehrte zum Lagerfeuer zurück. Die Sache mit Dominiks Entführung stimmte Hiob nachdenklich. Woher war dieser Fremde gekommen, der Dominik gerettet hatte? Und hatte er den Jungen überhaupt gerettet? Aber irgendwie hatte Hiob das sichere Gefühl, dass Dominik wieder auf dem Weg zu seiner Mutter nach Valenkas war. Allerdings stellte sich ihm eine ganz andere Frage. Wieso hatte Eliphas ihn nicht schon im Kloster verhört? Oder den Abt selbst auf seine Verbindung zu diesem Fall hingewiesen. Hiob konnte sich nicht vorstellen, welche unangenehmen Folgen dies für den Kompteur hätte haben sollen. Im Gegenteil, so wie er Eliphas bis jetzt kennengelernt hatte,
hätte der ehrgeizige Templer diese Gelegenheit doch sicher zu seinem Vorteil nutzen können. Vielleicht hatte er immer noch das Gefühl, in Hiobs Schuld zu stehen. Und sein Schweigen war eine Art, diese Schuld zu bezahlen. Als Wittgenstein Cahors erreichte, musste er feststellen, dass das kleine Städtchen vor Templern wimmelte. Der Hafen lag voller großer, flacher Fährkähne, auf denen die Truppen aus Montsalvage den Pyrenäenkanal überquert hatten, und rund um die Stadt waren große Zeltlager errichtet worden, in denen sich die Templer und ihre Hilfstruppen sammelten. Fluchend zog Wittgenstein sich vom Rand des kleinen Felsvorsprungs zurück, von dem aus er die Stadt beobachtet hatte. Wie sollte er so unbemerkt zum Kontor seines Freundes Galui gelangen, geschweige denn auf ein Schiff? Selbst nachts dürften die Straßen von Cahors zurzeit belebter sein, als es in dem verschlafenen Nest sonst selbst an Markttagen üblich war. Vorsichtig rieb er den Verband über seinem Auge. Seit gestern juckte die Verletzung fürchterlich. Es wurde Zeit, dass er sich noch einmal von jemandem behandeln ließ, der etwas davon verstand. Wittgenstein ergriff sein Pferd am Zügel und begann vorsichtig, etwas abseits des Weges ins Tal hinabzusteigen. Garlouis stand am Fenster seines Arbeitszimmers und sah auf den Hof seines Kontors hinab. Eine halbe Stunde waren die Söldner jetzt schon damit beschäftigt, den Reis aus seinem Lager auf ihre Wagen zu laden. Sie hatten eine Kette vom großen Rolltor des Lagerhauses bis auf die Hafenstraße hinausgebildet und warfen einander unter Giole die Säcke zu. In einer Ecke des Hofes standen drei Templer. Einer davon, der Uniform nach wohl ein Amatura, die Aktion überwachten. Als der letzte Sack Reis auf den Wagen verladen war, blickte der Offizier zu Galui hinauf und salutierte kurz. »Die heilige angelitische Kirche dankt dir für deine Spende. Die Engel mit dir, guter Mann.« Der erzürnte Kaufmann nickte nur kurz und schloss dann das Fenster. »Pah! Spende!« Die Templer hatten ihm die Ware für 2 komplette Schiffsladungen beschlagnahmt. Oben in Skandinavien hätte er dafür gewiss einen guten Preis erzielen können. »Lass die Tore schließen, Ben«, wandte Galui sich seufzend an seinen ältlichen Sekretär. »Für heute habe ich genug von der Welt da draußen. Morgen überlegen wir uns, wie wir die Verluste wieder gut machen können. Es muss doch etwas zu verdienen sein an diesem leidigen Krieg.« Ben, der Sekretär, war ein hagerer Mann mit zerzaustem grauem Haar. Eigentlich sah Galui ihn schon mehr als Freund, denn als Angestellten an. Zusammen hatten sie bisher noch für jedes Problem eine Lösung gefunden. Galui ging hinüber in seine Wohnstube. Seine Familie lebte in einem großen Haus, etwas außerhalb des Ortes, aber hatte sich im Kontor nicht nur ein Arbeitszimmer, sondern auch diese kleine Wohnzimmer eingerichtet. Er liebte sein Geschäft und mochte es besonders in Krisenzeiten nur ungern aus den Augen zu lassen. Die Magd hatte ihm sein einfaches Abendessen, Reisfladen mit Räucherfisch und eine Karaffe Rotwein heraufgebracht. Der Wein war der einzige Luxus, den Galui sich leistete. Er wuchs nur noch auf wenigen Gegenden und war sündhaft teuer, aber er hatte einen sehr lukrativen Handel mit einigen Klöstern und den Himmel der Ureliten im Montsalvage aufgebaut. Einige der Monarchen schienen ganz versessen auf roten Wein zu sein. Offenbar hielten sie ihn für ein göttliches Getränk. Nun, Galui konnte es ihnen nicht verdenken. Gerade als er den ersten Schluck genüsslich durch seine Kehle laufen ließ, klopfte es an die Tür. »Was gibt's denn?« fragte der Kaufmann unangehalten. Ben steckte den grauen Kopf hinein. »Ich weiß, dass du zum Abendessen ungern gestört wirst, aber da steht ein Templer unten vorm Tor und besteht drauf, dich zu sprechen. Ich konnte ihn nicht abwimmeln.« Galui schnaubte zornig und stellte das wertvolle Kristallglas ab. »Dieses habgierige Templerpack! Hält man ihnen den kleinen Finger hin? Aber jetzt genug. Lass nur Ben, ich werde mit ihm reden und ihm erklären, dass
auch das gläubige Reislager einmal erschöpft sind. Wütend stapfte er die Stufen zur überdachten Holzeinfahrt hinab. Unten angekommen, riss er den kleinen Holzladen des Gucklochs auf. »Was willst du hier, Templer?« »Der Herr sei mit dir, Kaufmann. Wir sind auf der Suche nach einem gefährlichen Verbrecher. Kennst du diesen Mann?« Bei den letzten Worten hielt der schwer gerüstete Krieger im schwarzen Waffenrock des Ordens der Gabriel einen Steckbrief an das Guckloch, auf dem ein ungepflegter Mann zu erkennen war, der ein Kind gepackt hielt. Galui erkannte den Mann sehr wohl, betrachtete das seltsame Bild jedoch lange und neugierig, ehe er den Kopf schüttelte. »Nein«, antwortete er, ohne eine Miene zu verziehen, »ich habe diesen Mann noch nie gesehen.« Der Templer rollte den Steckbrief zusammen und steckte ihn in seinen Gürtel. Erst jetzt erkannte Galui, dass er einen prächtigen Apfelschimmel am Zügel führte. »Lügner«, grinste ihn Wittgenstein unter der Kapuze hervor an. Als sie nach fast 3 Wochen endlich die Hafenstadt Leipzig vor sich liegen sahen, war Hiob erleichterter, als er sich selbst eingestehen mochte. Zugegeben, die plagenden Albträume hatten aufgehört, sobald er die Gefängniszelle des Klosters in Rhodes verlassen hatte, und Eliphas hatte ihm nach ein paar Tagen auch wieder die Handschellen abgenommen. Aber an das Reiten würde er sich niemals gewöhnen. Von allen Prüfungen, die der Herr bisher für ihn bereitgehalten hatte, waren die letzten Wochen die härtesten gewesen. Es war unter den Beutereitern nicht lange unbemerkt geblieben, wie sehr er sich mit dem Reiten quälte, und auch Eliphas hatte sich nicht versäumt, ihn mindestens einmal am Tag darauf hinzuweisen, dass sie einen sehr viel kürzeren Weg hätten nehmen können, wenn seine Brüder schneller mit der Traumsaat in Frankreich fertig geworden wären. Doch trotz des freundlichen Spottes in den Worten des Kompteurs war die Sache durchaus ernst. Nach allen Informationen, die sie von Templern und anderen Reisenden, die sie unterwegs trafen, erhielten, schien die Hauptmacht der Traumsaat sich in der Gegend von Cluny festgesetzt zu haben. Die Kirche hingegen entsandte Welle um Welle der himmlischen Heerscharen, die von großen Templerkontingenten unterstützt wurden gegen den Feind, ohne jedoch einen entscheidenden Sieg erringen zu können. Eliphas hatte daraufhin beschlossen, lieber kein Risiko einzugehen und die Rotte den langen und beschwerlichen Weg durch die Ausläufer der Alpen nehmen zu lassen. Und es war die richtige Entscheidung gewesen. Sie waren unterwegs keiner einzigen Traumsaatkreatur begegnet. Auf einem Hügel über dem Hafen von Leipzig erhob sich das Kloster St. George gleich einer trunzigen Festung. Der riesige Komplex war von 3 Ringwällen umgeben und die vielen Türme waren von weitem zu sehen gewesen. Das Innere des Klosters war vollkommen überfüllt. Überall wimmelte es von Menschen jeden Alters, Flüchtlingen, wie Hiob nach ihrem abgerissenen Äußeren vermutete. Eliphas hatte die Rotte in einem der äußeren Höfe geführt und dem Wächter am Tor nur gesagt, dass seine Rotte den Befehl hätte, den flügellosen Engel zu eskortieren und nicht aus den Augen zu lassen. So kam es, dass Hiob in der Unterkunft der Beutereiter untergebracht wurde. Er war Eliphas dankbar, dass er nicht wieder in eine Arrestzelle gesteckt wurde, und es machte ihm auch nichts aus, dass der Kompteur trotzdem Wachen einteilte, die rund um die Uhr ein Auge auf ihn hatten. Die gabrielitischen Novizen, die ihnen Essen brachten und ihre Pferde versorgten, waren allesamt vollkommen kahl geschoren und trugen nichts am Leib außer einer ärmellosen schwarzen Tunika. Hiob fühlte sich den jungen Klosterschülern verbunden. Auch für sie hatte er vor kurzem ein neues Leben mit großen, ungewohnten Entbehrungen begonnen. Aber als er versuchte, mit einem der Jungen zu sprechen, schüttelte dieser nur den Kopf und ging ihm aus dem Weg. »Sie dürfen nicht sprechen«, erklärte ihm Eliphas. »Es ist Teil ihrer Ausbildung. Von allen Monarchen haben die vom Orden des Gabriel die strengsten Regularien.« Als Kompteur Eliphas am Abend von seinem ausführlichen Rapport beim Abt des Klosters zurückkehrte, machte er ein sehr besorgtes Gesicht. Ohne weitere Umschweife ließ er Hiob in das kleine Arbeitszimmer bringen, das man ihm zugewiesen hatte. Den Beutereiter, der Hiob zurzeit bewachte, entließ er mit einem knappen Nicken, bevor er die Tür des schmalen Raums schloss, der kaum mehr als eine Mönchszelle war. »Ich habe ernste Nachrichten für dich, Hiob«,
und ich weiß nicht, ob es für dich gute oder schlechte Kunde ist. Für die Kirche und unsere Welt jedoch sind es sicher schlechte Nachrichten. Der Himmel der Raguliten in Trondheim ist gefallen. Hiob brachte zuerst kein Wort heraus. Er konnte nur unbeweglich dastehen und Eliphas mit offenem Mund anstarren. Trondheim ist gefallen, sagte der Kompteur noch einmal betont, wie um die Worte langsam in Hiobs erschrockenen Geist sickern zu lassen. Die Traumsaat aus dem Brandland des Fegefeuers, das in der Nähe des Himmels vorbeigezogen ist, hat euren Himmel angegriffen. Die himmlischen Heerscharen des Erzengels Raguel und ihre Verbündeten haben sich der höllischen Brut in einem verzweifelten Kampf entgegengeworfen, aber sie hatten keine Chance. Doch bevor der Himmel zu Trondheim den Legionen des Herrn der Fliegen in die verfluchten Klauen fallen konnte, hatte ihn ein göttliches Feuer verzehrt. »Das kann nicht sein«, flüsterte Hiob entsetzt und ließ sich kraftlos auf das schmale Bett des Kompteurs sinken. »Doch, es ist wahr. All die Menschen hier im Kloster sind Flüchtlinge aus Trondheim und aus dem Rest Skandinaviens, und jeden Tag kommen weitere Schiffe unten am Hafen an.« Erschüttert blickte Hiob zu Boden. Er wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Hatte er den Herrn in allem missverstanden? War alles, was er in den letzten Monaten getan hatte, ein Fehler gewesen? War all das nur eine furchtbare Rache des Schöpfers an ihm und seinem Orden? »Damit ist unser Auftrag hinfällig geworden«, sprach Eliphas leise weiter. »Vielleicht bist du der Letzte deines Ordens, Hiob. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mit dir machen soll. Vielleicht kannst du es mir sagen, Raguelit.«